Sind die Familien bereit? Rotes Team? Weißes Team? Oh nein, sie haben ein Kind. Wir haben keins. Fangt an. Ups. Das rote Team hat verloren. Loser. Wir brauchen sofort ein Kind. Hi, was braucht ihr? Ein Kind. Wir wollen eins adoptieren. Hier, ich habe einen super Kandidaten. Oh, was für ein süßes Kind. Nein, das Kind wird nicht in der Lage sein, das Seil zu ziehen. Hier, ein süßes Mädchen. Sie ist freundlich und hilfsbereit. Ja, sie könnte gut zu uns passen. Lass es uns versuchen. Hi, Kleine. Ihre Größe ist perfekt. Mal sehen, wie stark sie ist. Halt das. Oh. Sie ist nicht die Richtige für uns. Habt ihr jemand anderen? Wartet. Sie muss hier irgendwo sein. Was macht der Rektor da? Was? Hier. Ich hab sie. Das ist Erika. Sie wäre die Richtige für euch. Vertraut mir. Hört ihr? Sie kommt. Hi. Ich habe Eltern für dich gefunden. Super. Schätzchen, isst dein Salat. Du musst essen, um stark zu werden. Und leg dein Smartphone weg. Nein? Was soll's? Ich werde nicht wieder fragen. Oh. Was soll ich tun? Mal sehen, was in meinem Lifehack-Buch für Eltern steht. Hey, komm her. Sieh mal. Ein Lifehack, damit dein Kind sein Essen aufisst. Wir brauchen einen durchsichtigen Teller und wir legen das Smartphone darunter. Sieh mal, Erika. Wenn ich meinen Salat aufgegessen habe, kann ich mir das Video auf meinem Smartphone ansehen. Cool, oder? Das ist nichts für mich. Mason, tu etwas. Ich bin hier der Chef. Du kannst dein Smartphone haben, wenn du mit dem Salat fertig bist. Was hast du gesagt? Niemand kommandiert mich herum. It's off, Dad. Oh. Jetzt kann ich so lange an meinem Smartphone sein, wie ich will. Der Lifehack hat nicht funktioniert. Was kommt als nächstes? Mach dir Notizen. Das Wi-Fi-Passwort ist auf der einen Seite. Die Multiplikationstabelle ist auf der anderen Seite. Jetzt zerschneiden wir das 1x1 in ein Puzzle. Um das Wi-Fi-Passwort rauszufinden, musst du das 1x1 zusammensetzen. Mit dem Internet los. Warum habe ich keinen Empfang? Schätzchen, komm her. Wir haben ein neues Spiel für dich. Wenn du das Puzzle zusammenstellst, bekommst du das Wi-Fi-Passwort. Was? Hey, sei ruhig. Hör auf damit. Mein Trommelfell. Schon gut. Wir machen das Puzzle fertig. Keine Sorge, hör einfach auf zu schreien. Sonst rufen die Nachbarn noch den Notruf. Das war's. Und? Hier. Funktioniert es? Okay. Machen wir weiter mit dem nächsten Lifehack. Sieh mal. Dieser Lifehack sieht ziemlich gut aus. Nein, nein, nein. Ich habe keine Zeit dafür. Dad, bist du kitzlig? Oh nein! Dad! Heiliges Popcorn! Mein Morgenkaffee! Dad! Oh, das war's! Mein Achselhöhlenkrokodil wird sich darum kümmern! Klick, klack!
Dad, gib dem Krokodil deine Hand. Du wirst mich nie wieder kitzeln. Wir probieren es auch aus. Erika, klick, klack. Komm schon, Erika. Hey, schau doch mal zum Krokodil. Sieh mal, ein Lifehack, damit dein Kind sich die Hände waschen will. Erika hasst Seife. Wir haben Seife in Aladins Wunderlampe geformt. Ich muss sie reiben und der Genie lässt meinen Wunsch wahr werden. Ich will ein neues Spielzeug. Es hat geklappt. Hi Dad, hi Mom. Ich hab euch lieb. Das ist für dich. Überraschung. Wow. Meine Traumpuppe. Danke. Ihr seid die Besten. Wahnsinn. Der magische Seifenhack wird bestimmt funktionieren. Was ist das? Sieht aus wie Seife. Man kann damit alles Mögliche machen. Cool. Was hat sie gemacht? Mal sehen. Was? Das ist nicht die Wunderlampe. Mal sehen, wer heute gewinnt. Familien, seid ihr bereit? Können wir loslegen? Mom, Dad, weg da. Ich mach das. Zieht. Sehr gut. Keiner ist stärker als meine Familie. Schaut euch das an. Hi, gefällt dir mein Tattoo? Es ist süß, aber meins ist cooler. Ich will auch so eins. Was ist du da? Oh, bist du wieder im Bett? Hier macht es mehr Spaß zu essen. Was soll ich nur mit dir machen? Das ganze Bett ist voller Krümel. Aber ich habe eine Idee. Ich werde Klebeband benutzen, um alles aufzusammeln. So viele Krümel hast du fallen lassen. Mom, wow, danke. Das ist ein herrlicher Tag am Strand. Jetzt nicht mehr. Mom, ich will spielen. Dad, ich habe Hunger. Die Chips sind alle. Der Strand ist kein Mülleimer. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ich weiß. Das sind die Mülltonnen. Und du sammelst den Müll ein. Welche Süßigkeiten du bekommst, hängt davon ab, wie viel Müll du aufgesammelt hast. Cool. Willst du mitmachen? Endlich haben wir etwas Ruhe. Ich bin dabei. Die Kinder sind beschäftigt und der Strand ist sauber. Los, du wirst gewinnen. Was für ein Ergebnis. Das habt ihr sehr gut gemacht. Also bekommt ihr einen süßen Preis. Wie lecker. Wo ist mein Preis? Hier. Joghurt und Haferflocken sind eine gesunde Mahlzeit. Ich hasse das. Warum? Es ist eklig. Lass dir was einfallen. Schon gut. Ich habe da eine Idee. Ich brauche eine Gabel. Bin gleich zurück. Ich lasse den Joghurt einfrieren. Komm schon. Schneller. Das reicht. Oh. Ich habe eine Leckerei mitgebracht. Leckeres Eis. Dipp es in die Haferflocken und du hast einen Nachtisch. Mom, hast du das gesehen? Ich liebe Eis. Es hat geklappt. Wow. Kinder lieben Videospiele. Kleine, bist du beschäftigt? Oh nein. Wenn sie so weitermacht, wird sie später einen Buckel haben. Du musst dich gerade hinsetzen. So.
Oh, das klappt nicht. Ich weiß, ein Sicherheitsgurt hilft immer. Jetzt kannst du weiterspielen. Ich brauche einen blauen Stift. Was macht ihr da? What? Oh Mann. Hallo Schatz, wir malen. Hi Mom, wir sind beschäftigt. Hm? Vielleicht findet ihr ja auch Zeit, um sauber zu machen. Hm. Ich glaub nicht. Hm. Wie wär's damit? Lasst uns Basketball spielen. Wer schafft es, mehr Punkte zu machen? Dad, lass uns Basketball spielen. Wow. Tolle Idee. Mal sehen, wer mehr Papier in den Mülleimer werfen kann. Getroffen. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich dran. Ja, geschafft. Der ganze Müll landet im Papierkorb. Hm? Mein Plan hat funktioniert. Und Mom hat auch getroffen. Hm. Ein Monster auf dem Bett. Oh, du bist es. Mom, ich schaffe es nicht, mein Bett zu beziehen. Keine Sorge, ich werde dir helfen. Zuerst krempelst du den Bettbezug rechts um. Dann breitest du den Bezug aus. Leg die Decke darauf. Roll den Bezug und die Decke ein. Dann nimm die Ecke und stopf die Decke in den Bezug. Breite dann die Decke aus. Das war's. Das war doch ganz einfach, oder? Wie findest du's? Wow! Zeit für eine Kissenschlacht! Na, was machst du da? Dad, ich zeichne eine Puppe. Aber es klappt nicht so gut. Du hast Glück. Ich kenne einen Trick. Warte. Nimm einfach ein Bild. Bedeck es mit Plastik. Und leg ein Blatt Papier darauf. Dann brauchst du das Smartphone. Und du kannst es nachzeichnen. Super, das sieht toll aus. Danke, Dad. Ich liebe es so zu zeichnen. Gute Nacht. Schlaf gut. Hm? Ich muss unbedingt dieses Level schaffen. Und dann gehe ich schlafen. Was ist das für ein Lärm? Ist das Ihr Smartphone? Mom, ich schlafe. Hm? Es ist Ihr Smartphone. Okay. Gut. Die Ninja-Mom wird das Smartphone gegen eine Schlafmaske austauschen. Mission erfüllt. Wo ist mein Smartphone? Mom. Hm? Mom, sieh mal. Ich habe alle Bilder ausgemalt. Warte, hier ist noch ein Blatt. Und ich habe eine Idee. Ich bedecke es mit durchsichtigem Klebeband. Fertig! Jetzt kannst du es wieder verwenden. Danke! Jetzt kann ich es ausmalen, sauber machen und immer wieder ausmalen. Schätzchen, Gemüse ist gut für dich. Das esse ich nicht. Hm. Ah,
dann lass uns ein Spiel spielen. Leg das Gemüse hier hin. Und der Gewinner bekommt einen Preis. Süßigkeiten. Wow, ich will spielen. Du fängst an. Ich habe eine 7. Brokkoli. Ich habe alles aufgegessen. Hier gibt es einen Stern. Wenn du 3 Sterne bekommst, bekommst du eine Süßigkeit. Das Gemüse beginnt sofort zu verschwinden. Hier sind 3 Sterne, Mom. Du hast dir einen Preis verdient. Danke. Hier ist deine Milch. Ich will sie nicht. Ich nehme das Smartphone und du trinkst deine Milch. Aber manche Kinder mögen einfach keine Milch. Gut, ich gebe auf. Hier ist dein Smartphone. Und wenn ich die Milch einfriere? Mom, was ist das? Willst du ein Eis? Ich liebe Eiscreme. Danke. Mal sehen, wo ich stehen geblieben bin. Mehr Blau. Und ich mal mein Kleid an. Oh nein. Du willst dein Kleid verzieren? Mom wird ausrasten. Aber ich habe eine Idee. Sieh mal, das Müllsackkleid sieht toll aus. Du kannst darauf malen, was du willst. Manchmal werden auch Kinder krank. Schatz, das ist Hustensaft. Ich will nicht. Nur ein Löffel. Nein! Das klappt nicht. Ich muss etwas anderes ausprobieren. Ich verstecke den Hustensaft in der Saftpackung. Hier, nimm etwas Saft. Der ist lecker. Au ja, danke. Der schmeckt lecker. Mom, mir ist langweilig. Willst du was lesen? Nein. Okay, gut. Ich liebe es zu lesen. Oh, Süßigkeiten. Lecker. Es gibt Süßigkeiten in dem Buch? Oh ja. Ich will auch welche. Gib mir das Buch. Hier. Hier ist meine Süßigkeit. Sehr gut. Wow. Je mehr du liest, desto mehr Süßigkeiten wirst du finden. Wow, so interessant. Träumt dein Kind davon, eines Tages ein Superkünstler zu sein? Deshalb gibt es überall Zeichnungen. Schluss damit. Schenkt keine Tattoos. Das könnt ihr ausprobieren. Steckt das Talent des Kindes in eine große Schachtel. So kann es die Wände vollmalen, ohne die Wohnung zu ruinieren. Der Kleine hat sein Chupa Chups nicht aufgegessen. Und er hat ihn auf dem Tisch liegen lassen. Schon wieder. Wie kann ich diesen staubigen Lolli schützen? Ganz einfach. Schneidet ein Loch in den Boden eines Kinderüberraschungsplastikeis und steckt den Chupa Chups hinein. Fertig ist die Schutzhülle für den Lolli. Ihr könnt den Chupa Chups tagelang aufbewahren. Moms lesen ihren Kindern vor dem Schlafengehen immer ein Märchen vor. Dann sah Aschenputtel ihre gute Fee. Er ist eingeschlafen. Endlich. Danke. Das hat nicht geklappt. Ich versuch's nochmal. Aschenputtel sah ihre gute Fee wieder und... Okay, jetzt ist er aber eingeschlafen. Sehr gut. Alle guten Dinge sind 3. Die gute Fee sagte zu Aschenputtel, ich kenne einen Lifehack, den wir ausprobieren können.
Nehmt auf, wie ihr die Lieblingsgeschichte vorliest. Bringt es dann mit dem Smartphone ins Bett. Fangt dann die Geschichte wie immer zu lesen. Und dann schaltet die Aufnahme ein. Jetzt kann Mom sich um andere Sachen kümmern. Schlaf gut, während Mom dir vorliest. Oh, ich werd mit diesem Kind nicht fertig. Dad, komm und hilf mir. Dad wird alles nachmachen, was das Kind macht. Was ist denn mit ihm los? Dieser Hack funktioniert immer. Das Kind hat aufgehört, einen Wutanfall zu kriegen. Super gemacht, Dad. Wow. Lucy, gib mir dein Smartphone. Nein, es ist meins. Ich will auch ein Smartphone. Ich gebe es nicht her. Nimm deine winzigen Hände weg. Gib her. Mädels, was? Gib mir das Smartphone. Ich entscheide, wer es bekommt. Das ist alles deine Schuld. Damit nicht die Gefühle verletzt werden, teile ich das Smartphone. So. Hier, ein halbes iPhone für dich. Und für dich. Das ist fair. Was? Hier ist euer Essen. Guten Appetit. Hey, warum muss ich Haferflocken essen? Ich will auch einen Burger. Gib her. Rühr meinen Burger nicht an. Du bist zu klein. Gib her. Ups. Jetzt bekommt niemand den Burger. Wer war das? Sie war das. Nein, sie. Okay, verstehe. Ich kenne einen guten Lifehack für euch. Ein Teller mit Saugnäpfen. Den kleben wir an den Tisch. Jetzt kann der Burger nicht mehr runterfallen. Komm her, Burger. Es klappt nicht. Jetzt muss ich diese Haferflocken essen. Das ist so ungerecht. Hä? Was für ein Chaos. Hier wurde alles zugemüllt. Wer soll das alles sauber machen? So, die Strecke ist fertig. Komm mal her. Hier ist ein Kipplaster für dich. Es ist Zeit, die Stadt sauber zu machen. Okay. Los, fang an zu spielen. Komm schon, Müll. Wir fahren weiter. Der Weg führt direkt zum Mülleimer. Perfekt. Raus mit dir, Müll. Lucy, ich will auch Pommes. Du bist zu jung, um Junkfood zu essen. Okay, dann werde ich Mom zeigen, dass du ihr Glas zerbrochen hast. Na gut, du kleine fiese Schwester. Ich weiß, wie ich sie austricksen kann. Sie wird keine Pommes bekommen. Ich werde ihr stattdessen ein paar gesunde Karotten zurechtschneiden. Ich muss sie nur in dünne Streifen schneiden. Und sie in eine Pommes-Frites-Schachtel stecken. Hier sind deine Pommes, kleine Schwester. Danke, Lucy. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Die große Schwester hat heute ein Date. Was machst du da, Lucy? Wieso? Ich mache mein Make-up. Das ist Lippenstift, um meine Lippen zu schminken. Und das ist Mascara für meine Wimpern. Oh, da ruft jemand an. Ich will mich auch schminken. Ich fange mit dem Lippenstift an. Was? Kleine Schwester, du siehst aus wie der Joker. Komm her, Lucy. Ich werde dich schminken. Dir steht dieser Schnurrbart. Wenn ich groß bin, will ich Maskenbildnerin werden. Doktor, und sie braucht eine Spritze. In Ordnung. Oh, sie hat große Angst vor Nadeln. Können wir uns etwas einfallen lassen? Oh. Natürlich. Ich werde eine Spritze mit einem Schmetterling verwenden.
Niemand hat Angst vor Schmetterlingen. Sie sind doch so schön. Hallo, Kleine. Sieh mal. Ein wunderschöner Schmetterling ist zu dir rübergeflogen. Vielleicht setzt er sich auf deinen Arm. Das hat doch gar nicht wehgetan, oder? Sehr gut. Danke, Doktor. Ich will unbedingt einen süßen Snack. Wo kommen denn die ganzen Verpackungen her? Ich glaube, ich weiß, wer die ganze Schokolade gegessen hat. Hey, kleine Schwester, hast du die ganze Schokolade gegessen? Nein. Ja, ja, klar. Ich werde dein Lifehack anwenden. Ich kann Weintrauben in Süßigkeitenverpackungen wickeln. Das ist viel gesünder als Schokolade. Hey, Kleine, willst du Schokolade? Ja, hier bitte. Die schmeckt aber komisch. Aber ich mag es irgendwie. Danke. Es hat funktioniert.